Herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen gepflegten Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute mal wieder mit einem weiteren Five Nights at Freddy's Fangame. Mal wieder gefunden, ich glaube auf itch.io oder Gamehold, ich bin mir nicht sicher. Download-Link ist unten in der Beschreibung. Und eigentlich wollte ich heute Five Nights at Freddy's Plus ausprobieren, aber warum auch immer funktioniert dieses Spiel nicht auf meinem Rechner, beziehungsweise es startet zwar, aber irgendwie habe ich so einen komischen Loading-Screen, wo dann irgendwie steht, yo, checking for availability on Steam, keine Ahnung. Ich check gar nichts, es funktioniert auf jeden Fall nicht, ist ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt trotzdem noch ein zweites FNAF-Game. Und soweit ich weiß, ist dieses Spiel so ein Free-Roam-Game, wo halt die Animatronics rumlaufen. Und wir werden halt dann am Arsch sein, wenn wir uns bewegen, denn irgendwie ist dieses Spiel so aufgebaut, dass die uns nur sehen können, wenn wir uns bewegen. Zumindest habe ich das so interpretiert. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so lang. Let's go und lasst uns mal schauen, was hier der schöne Entwickler für uns ja, bereit gehalten hat. Oh Gott, ist das eine schwammige Steuerung. Also die Maus geht echt sehr, sehr spät nach, wenn ich einmal so mache und die Maus steht, dann bewegt das sich immer noch. Also es ist eine sehr schwammige Steuerung so ein bisschen. Oh Gott, der taubelt auch so ein bisschen. Okay. Objective, the night shift. Talk to the person at the window. Okay, ich will mich mal ein bisschen umgucken. Ich denke, wir lassen uns mal so ein klein bisschen Zeit, um das ganze Spiel mal anzugucken. Springen können wir nicht. Crouchen können wir. Okay. Und sonst können wir wahrscheinlich nichts außer laufen und ein bisschen rennen. Sprinten können wir nicht. Das ist auch irgendwie ziemlich unpraktisch. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, weil, ne, trockener Hals und so. Wunderbar. Und ich habe, wie gesagt, auch den FNAF-Film gesehen. Am zweiten Tag nach Release. Auch mit den Boys. 7 Leute waren wir. Und ich muss sagen, den Film, wenn die Leute schlecht fanden, das kann ich verstehen. Ich persönlich hätte auch mehr Brutalität und ein bisschen mehr Atmosphäre erwartet von dem Film. Aber trotz alledem, es ist ein Film für die Fans. Ich bin froh, dass es ihn gibt. Und deswegen ist der Film für mich trotzdem immer noch ein sehr solider Film. Ist nicht wirklich Horror gewesen. Leichter Horror hier und da, aber das war's dann auch wieder, ne? Trotzdem, guter Film. Are you Lion Smith? Oder Liam Smith? Und wenn ihr den Film halt nicht gut findet, das ist eure Sache, das ist auch okay. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Ich fand ihn relativ in Ordnung. Aber lasst uns mal überraschen, ob noch ein zweiter Film kommt. So, yes I am. Achso. Oh, I've been waiting for you. I am your manager, Ethan. Okay. I believe this is your first time in this restaurant. Also es ist unser erstes Mal in diesem Restaurant. Yes, this is. I see, well then, let me show you around. Okay, er wird uns einmal zeigen, was hier so ist. Currently you're standing in the waiting area. Due to your own popularity, we can get more customers than we can handle. Ja, wir sind gerade in dem Wartebereich und leider ist es der Popularität geschuldet, dass wir halt mehr Kunden haben, als wir handeln können. The people who have not booked a table will talk to us here at the reception regarding the amount of the people. Okay, hier kann man sich halt anmelden, wie in einem Restaurant. Habt ihr noch einen Platz frei oder habt ihr keinen Platz frei? Follow me. Follow me ist immer, den Spruch kennen wir aus FNAF, das ist immer so, Alter, er läuft ja richtig wieder Babu. Er hat richtig Bock. This is where restrooms are. On the outer wall we have the two restrooms with their okay. On the inner wall we have a storage closet which keep the things like cleaning supplies and such, okay. Also das ist halt so für der Staffraum, ja, wo wir dann halt so Kram rauskriegen wie Mob oder so. Ich habe eine Frage. I have a question. Is it just me or is this place really dark? Kommt mir das nur vor, dass dieser Ort wirklich dunkel? To save energy, we do dim the lights during the night time, but they should be bright enough for you to do your task. Also ein bisschen Energie zu sparen in Zeiten der Inflation, kennt man ja. Dimmen die ein bisschen das Licht, aber es sollte noch reichen, damit wir unsere Aufgaben erledigen können. It is definitely not a developer trying hard to optimize the map. Es ist bestimmt kein Entwickler, der trying hard, der krass versucht, die Map zu optimieren. Da war schon so ein kleiner Move jetzt drin. So eine kleine Andeutung.
dass er die Lichter wahrscheinlich extra ein bisschen dunkler gemacht hat, damit das etwas flüssiger läuft. Kann ich mir vorstellen. This is the Arcade Room. Aha. Our arcades are somewhat old. We need to get new ones. Okay, die sind ziemlich alt, die Arcade-Dinger. Kann ich damit spielen? Oh well, if you were a daytime employee in restaurants, a little dry. Okay. Also tagsüber, wenn man sie ein bisschen sauber macht, ja, aber. Ja, aber da wir halt der Nachtwächter sind, dürfen wir es leider nicht. It's not the developer being lazy and not wanting to add my minigames. Es war bestimmt nicht der Entwickler, der zu faul war, Minigames reinzupacken. Finde ich gut, wie er sich selber disst. Also ich glaube. Aha, okay, da hinten stehen schon ein paar. Ich habe, glaube ich, schon Spring Bonnie oder sowas gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. This is your private party room. Ach, our private party room. Customers can attempt to book this room to have their party separate from the rest of the diner. Also hier kann man quasi seine eigenen Partys feiern, wenn man das anmeldet. So ein eigener geschlossener Raum. They get special menu items that they can order only this room. Okay. Ah, those items are a little bit overpriced. Also hier kriegt man spezielles Menü und spezielle Sachen. Die sind halt aber ziemlich over the top vom Preis. We also have the dedicated mascot from this room, which our performer employees would wear. We're also working on adding an actual animatronic in this room. Also jemand, ein Angestellter, zieht dann halt so einen Anzug an von den Animatronics und läuft dann rum. Sie wollen aber hier halt noch richtige Animatronics in den Raum stellen. But we've been facing some issues, aber es gibt da ein paar Probleme. Okay. Was für Probleme wohl? Hä, sind nur zwei? Ist das nicht Freddy und Spring Bonnie? This is the main party or dining area. Okay. This is where the most of the customers would be during the daytime. We also have our popular Spring Mascots on the stage right now. Das sind die Maskottchen, ja. The room. The room feels a little bit bare. There isn't so much here, to be honest. Fühlt sich ein bisschen komisch oder leer an. Da ist nicht hier, hier gibt es nicht wirklich so viel. Leider, hast du recht. Wir arbeiten daran, das hier ein bisschen zu renovieren und das ein bisschen zu dekorieren. Aber wir sollten, das sollte bald ein bisschen mehr kommen. Ich traue den jetzt schon nicht. Und das wird wahrscheinlich so ein bisschen Free Room. Ich bin gespannt. 5 von 9. Alter, wie viel will er uns denn noch erklären, Alter? This is the kitchen. Das ist die Küche. Alter, seine Augen. Ih. This room used to be half size, but the massive demand we had expanded. Okay, wir mussten den ein bisschen kleiner machen, den Raum. The rumors. I've been rumors that your pizza is actually just frozen pizza from the market next to the microwave. Is it true? Stimmt es, dass eure Pizza nur Tiefkühlpizza ist, die einfach in der Mikrowelle warm gemacht wird? Well, I won't deny that, but after expanding our kitchen, we've stopped doing that. Ich würde davon jetzt nicht, ich würde jetzt das nicht verneinen, aber nachdem wir unsere Küche halt ausgebaut haben, haben wir aufgehört damit. Bro, wie oft will er denn noch mit uns labern? Okay. These are the staff-only hallways. Also hier dürfen nur wir lang. Employees are permitted to enter this area. Also nur Angestellte dürfen hier hin. They keep on putting things here, such as box of snacks. Okay. Also hier sind auch so Sachen zum Nachfüllen für die ganzen Snackautomaten und so. Animatronics. Okay, Documents und der Server sind hier für die Animatronics. Oh, ja. Oh, ja, klar doch. Oh, ja. This is the Animatronic Testing Room. This room we program and test all the upcoming Animatronics. Hier testet man die Animatronics. This is a version of Fredbear. He will soon replaced in the private party room. Oh, der soll in den privaten Partyraum rein. Den traue ich jetzt schon nicht über den Weg. So, einmal noch und dann haben wir's. This is mein Büro, natürlich. You'll be spending most of your time here. Hier werden wir die meiste Zeit verbringen. Before you start taking the shift, we also have some tasks for you. You need to do first, we will compensate for you. Okay, do you have any questions? Also, wir müssen jetzt ein paar Aufgaben erledigen. Animatronics dangerous, sind die Animatronics gefährlich? About that, I forgot to mention. Ich habe vergessen zu erwähnen. Animatronics may boot up during the night. It's just their security features working. Also die können manchmal angehen, das sind nur ihre. Hallo? Was war das jetzt? Macht einfach das Game zu. Die Animatronics sind, die können sich halt über die Nacht anschalten. Digga. Junge, irgend so ein Typ hier brennt hier gerade übelst mit dem fetten LKW lang. Ich denke, was zur Hölle?
Also die können sich halt normal, we don't answer since we have the program since we go, they have been a little bit buggy. Die buggen also ein bisschen rum. Speaking of buggy, there's someone trying to hack it into your system. They gain control over animatronics. We don't know who it is, but during the night. Achso, also irgendwer versucht sie in die Animatronics zu hacken. That's all I have to say for tonight. I'll be leaving the restaurant to you. Gut, haust du rein. Ich trau dem nicht. Kann ich irgendwas machen? Erstmal zu. Ich trau dem nicht, Digga. Oh, Objectives. Empty Trash Bins. Spring Animatronics. Spring Animatronics will roam the different sections of the building. They can only see if you move. This includes walking, doing tests, looking at monitors, but doesn't include turning the link. Okay, die können es also nur sehen, wenn wir uns bewegen. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh, Alter, ich flacker schon wieder. What? Ich dachte, der kann es nur sehen, wenn wir uns bewegen. Okay. Holy shit. Ja. Der kommt. Ich sehe schon sein... Lauf! Lauf, 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 lauf! Holy fuck! Mach zu! Der kann Türen öffnen! Der macht Türen auf! Der macht ja Türen auf! Warum? Machst du was nicht? Oh Gott. Warum? Alter. Mies. Mieser Drip, Spring Bonnie. Ich mach die Tür zu. Ich kann das gar nicht. Ich hasse es. Okay. Oh. Nee. Mach die Türe zu. Oh. Mach die Türe zu. Oh. Oh. Okay, also wir müssen wahrscheinlich Objectives machen. Objectives, nicht Objectives, Alter. Ich kann kein Deutsch mehr. Und, wenn da wahrscheinlich Kant, da ist der kleine Keck. Der ist da hinten irgendwo. Küche. Get in the kitchen, bruh. Okay. Ich habe das Spiel zu leise gemacht. Ich höre nicht hundertprozentig. Ich sehe doch schon, da ist er doch. Da hinten, da ist er. Da latscht er lang. Oh Mann. Nee, hier war ich schon. Hier will ich nicht hin. Ich will nicht dahin. The Stage, Alter. Ah! Ho, 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 ho. Du kannst mich mal am Arsch lecken mit Salbei und oh fucking hell. Ich kann nicht mehr. Nein, nein, der ist schlau. Der ist fucking schlau. Der ist fucking schlau. Der ist ja fucking schlau. Alter, der hat mich einfach getackelt. Was zur Hölle? Krasser Scheiß. Ach so, doing tasks auch. Holy shit. Ah. Alter, der tackelt ja einen richtig. Scheiß aus. Ich bin hier. Gönnerchen.
gibt's auch nicht. Wie asozial. Aber ich finde das, ich finde die Idee total gut. Ab aufs Frauenklo. Ich höre den laufen. Da ist er. Okay, das Spiel ist nicht schlecht. Also das Prinzip von sich an finde ich ziemlich gut. Also, man muss halt auch einfach sagen, die Idee dahinter finde ich auch ziemlich, ziemlich gut gelungen. Küche müssen wir gleich mal. Da müssen wir nochmal zum Anfangsraum. Die Hälfte haben wir. Oh, Bro, dieses Game, Alter. Sü, aber die Idee finde ich ziemlich gut. Vor allem, dass sie dich nur sehen können, wenn du auch wirklich läufst. Das macht es halt nochmal so ein bisschen spannender auch. Da ist noch eine. In dem Gaming Room ist noch eins. Aber dass der Türen öffnen kann, finde ich schon hart assig, weil, ich weiß nicht. Was soll das denn, Alter? Das war irgendwie hier. Ich glaube, meine Pflanze hat gerade eine Blume verloren. Hm. Meine Pflanze hat, glaube ich, gerade ein Blatt Papier. Blatt Papier, ein Blatt verloren, Alter. Okay, noch zwei Stück. Wir sind gut dabei. Ich weiß aber, ach so, vorne beim Eingang ist noch eine und hier ist noch eine. Oh Gott. Einfach stehen bleiben. Oh! Was geht ab? Holy shit. Ja, geh mal weiter. Ah, okay, das ist cool. Er hat auch richtig darauf geachtet, dass die, nein, da kann ich doch jetzt nicht hingehen. Oh Gott. Lauf. Lauf doch. Okay. Jetzt müssen wir noch zum Eingang. Ich habe keinen Plan, wo das ist. Ja. Oh, Junge. Alter, das ist so eklig! Oh Gott. Alter, der klatscht uns da halb mit seiner Schulter weg, Alter, und da passiert nichts. Warum flackere ich hier schon wieder so? Ach cool, ja, okay. Greenscreen-Technik funktioniert mal wieder einwandfrei. Holy shit. Wir gucken, was der macht. Nicht, dass er sich gleich wieder umdreht. Gleich haben wir's. Let's go. Come on. So, ready trash from the side exit. Staff hallway. Oh, nee. Kannst mich mal. Nein. Wo haben wir das Staff hallway? Bro. Och, come on.
Alter. Jetzt lauf doch nicht da lang, Alter. Der Hackfresse hier vertraue ich ja überhaupt nicht, ne? Alter. Refill Vending Machines. Oh, jetzt sind es zwei! Es sind zwei! Was? Okay. Holy shit. Okay, die Idee hinter dem Game ist sehr gut. Es gefällt mir. Nein! Alter, was ist mit dir? Bist du Tarzan oder was? Schreit mich da an. Gotta go fast. Gotta go fast. Oh, wir haben eine Stamina-Bar. Oh, okay. Refill. Ich glaube, Sneaken bringt halt ehrlich nicht so viel. Oh Mann, also die Idee ist gut, das Spiel sieht auch sehr gut aus. Man muss überlegen, es sind alles Free Games. Und ich muss sagen, dafür ist es schon sehr nice gemacht. Also da kannst du nichts sagen. Und ich finde auch, diese Free Games werden auch immer und immer besser. Das ist wirklich was sehr Bemerkenswertes. Vending Machines. Wo haben wir denn noch überall Vending Machines, Alter? Ah, nein! Nein, 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 nein. Fuck you. Was ist mit dem? Spring Freddy. Das ist anstrengend, Digga. Einmal probiere ich es noch. Ich denke, das ist ein längeres Game, glaube ich. Oh Gott. Also müssen nicht nochmal hierher. Wir können direkt dadurch splintern. Oh, ich höre den hier schon wieder rennen. So. Die Frage, die ich mich jetzt halt so stelle, ist, es ist eine Demo. Das finde ich halt noch krasser, ne? Inwieweit will der das denn noch jetzt erweitern, ne? Will der jetzt halt wirklich, sag ich mal, auf Steam noch so ein. Also, ich bin ehrlich, die Qualität vom Spiel ist wirklich auch ein Fünfer wert. Da kannst du nichts sagen. Oder mal so 3 Euro oder so. Also, definitiv. Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich hier sagen würde, es ist billig. Überhaupt nicht. Also, ich finde, der Entwickler hat es. Oh Gott. Lecker Kaffee. Es war schon 17 Uhr, aber lecker Kaffee. Moin. Jetzt steht er da im Scheißhaus. Ich glaub's wohl. Wir müssen aufpassen, hier ist ja noch einer. Ich weiß gar nicht, wo hier noch eine Vending Machine sein soll. Da ist noch eine. Ich weiß aber nicht, wo die dritte sein soll. Aber Bro, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich finde es halt extrem krass, wie diese Leute einfach diese Games entwickeln. Hier liegt einfach noch alte Pizza vom Vortag. Safe da in dem. Hier war doch klar. Okay. Shit, wir sind krass.
We're doing it. Aber es ist ein Game, wo ich tatsächlich sage, wenn man dafür jetzt ein bisschen Geld blechen würde, wäre es eigentlich auch nicht schlimm. Auch wenn es vielleicht wirklich nur eine halbe Stunde geht. Clean Tables. Oh nee. Digga, mach sowas nicht. Ha. Na, nein, nein, nein.